Was geht, Leute? Audio einmal ein bisschen leiser. Sag ich. Tutorial einmal spielen, weil ich habe keine Ahnung von dem Game. Sind wir das? Sind wir so ein krasser Fucker? Okay, wie lange? Ja, hier haben wir unser 1% Wasser. Das war's. Mehr gibt's nicht. So. Suche nach Überlebenden. Erkundung. Wähle deine Armee aus und erkunde den nahegelegenen Sektor. Lokalisiere und untersuche die überwachsene Biokuppel hin. Okay, wir haben eine ganze Anzahl an Movement. Also wir gehen jetzt hier hin. Bam, bam, bam. Aber das ist ein bisschen... ja gut, jetzt funktioniert es. Wir brauchen 100 von den Dingern. Dann könnten wir jetzt zum Beispiel basteln. Und was ist, warum leuchtet das hier so komisch? Eine winzige Fabrik, die Produktion erhöht. Dadurch kann die Kolonie schneller... Guck mal, das, wenn wir das hier machen würden, dann würde das funktionieren. Aber wir haben nicht genug, glaube ich. Probieren wir mal. Uns steht jetzt Forschung zur Verfügung. Wir können mit der Erforschung von Technologien beginnen, die uns das Leben auf diesem Planeten erleichtern. Also diese Grenzanlagen, ja. Ja, wir brauchen das mal. Forschung. Rainer, kann ich das hier auch machen? Gleichzeitig? Forschung. Ich kann zwei gleichzeitig machen, aber... Okay, kann sein, dass wir das jetzt forschen. Gut. Wir gehen angreifen, sage ich. Im Angreifen, Bruder. Die Produktionsanlagen der Kolonie sind aktuell untätig, Kommandant. Ich schlage vor, dass wir mit dem Bau einer zentralen Replikatorenanlage beginnen, um die Produktion zu erhöhen. Habe ich, glaube ich, schon gemaked? Ist in der Maker. Junge Dame. Wollen Sie mich hier auch nicht anschreien direkt, jo. So nett. So dumm musst du jetzt hier. Bitte mal. Manueller Kampf. Ach du Scheiße, was muss ich machen? Jetzt sieht der Kong. Ich glaube, ich kann den noch nicht angreifen, ne? Außer Reichweite. Das heißt, wir bleiben hier noch stehen, I guess. Ja, ja, da wollte ich auch hingehen. So, guck mal hier, zack. Dann geht der dahin, I guess. Weil dann kann der von da, glaube ich, easy weggeballert werden. Ja, die können wir hier hin kurz. Und was ist damit? Was ist das denn, Alter? Einfach ein Reifen, nur. Schön, Reifen, du gehst dahin, Junge. Ja, das geht nur so weit. Cool, cool, cool. Das wollte ich nicht. Hey, what the fuck, Game? Oh mein Gott, der ist nicht mehr in Deckung. Geil. Dann wird der sterben. Ist mir egal. Okay, ich glaube, die bleiben da anscheinend. Wir schießen mal da drauf. Okay, wir müssen mit Rechtsklick schießen. Guck, ja. Schwach. Meine, wir können dahin gehen, aber ich glaube, wir können dann nicht mehr schießen. Blockierte Sicht. Wer hätte das gedacht? Schade. Nein, oh, ich vergesse es. Das ist mein Bett. Ich muss schon rechts klicken, um damit aufzuhören, aber es funktioniert nicht. Ich will jetzt eigentlich nicht alle da haben, wenn ich ehrlich bin. Dann geht ihr mal dahin. Perfekt. Boah, die ganze Zeit. Der sich neben ihr, okay, wenn er dran vorbeiläuft oder was? Unit has been staggered, causing it to lose an act. A unit attacked from the... Gut, jetzt ballern wir weg hier. Macht gar keinen Schaden. Alter, bam, 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 bam. 50% Chance, zack, weg damit. Enemy destroyed. Ich will mal den hier machen. Bam. Oh, was? Warum? Wait a minute, warum greift er an? Das ist hier der Vorteil. Der hat einfach zurückangegriffen. Vertraute Signale. Lokalisiere das Militärsignal der Vorhut im nahegelegenen Sektor. Machen wir, machen wir. Oder jetzt dauert das wieder, bis das gebastelt wurde oder so. Und das dauert jetzt 250, lange wieder Bewirtschaftung. Ah, okay. Also wir müssen hier jetzt ein bisschen waiten, bis es dann weitergeht, I guess. So verstehe ich das jetzt gerade. Objective complete. Wir nehmen das und dann, was wollten die jetzt von mir mit Mods, Bruder? Heroes are special units that lead your armies. Commander, you are also... Mods allow you to improve your units later in the game and allow you to adapt your arsenal to ever-evolving threats. Meinte die das hier mit Mods? Weil wir jetzt beide mal reinpacken, ne? Machen wir einfach. Warum nicht? This is the unit. Jeder kann hier Mods. Ja, das ist mir jetzt scheiße. Ja, hier. Jeder kann Mods, aber was brauchen wir denn? Nanomaschinen-Injektor oder Dingens? Once mods. Boah, das ist aber teuer.
Ja, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Quantum-powered molecular machines are not. Okay, jetzt haben wir einmal geforscht. We did it, we did it. Aber, oh, ich kann jetzt das hier nicht mehr forschen. Oh, okay, okay, okay. Ja, was nehmen wir denn? Nehmen wir intelligente Verteidigungsmodule oder was? Ich meine, hier kriegen wir einen neuen Dude, Alter. Und dann kriegen wir hier noch einen neuen Dude. Eine Lufteinheit, Kampfflugzeug. Ich nehme hier Kampfflugzeuge und soll ich euch forschen. Okay, hier muss ich glaube ich auch noch ausforschen. Hier wird aber doch alles gehen. Aber Nahrungsentwicklung. Bin hier Profi, bin ich, Leute. Profi. Ich hab keine Ahnung, was ich mache, aber ist egal. Objective completed. Überwachsene Biokuppel, Ressourcenknoten in deinem Besitz. Hier werden Lebensmittel, blablabla, wir kriegen plus 10 Nahrung, generiert zusätzlich plus 5, das heißt, wir kriegen plus 15 Nahrung, so wie ich das verstehe. Dann haben wir das fertig. Wir könnten jetzt hier neue Dudes herstellen mit wir könnten stimulierte Soldaten mitnehmen. Die haben das direkt. Ein bisschen muss ich hier noch verstehen. Bisschen verstehe ich noch nicht. Okay, das ist eine Freizeitgruppe. Kann man machen, muss man aber nicht. Operations form a flexible tool. Oh, scheiße, nein, okay, so ein Fehler, es tut mir leid. All rival commander. Ah, Fehler, nein. Ich mache einfach jetzt einen davon. Und noch einen davon. Wir machen zwei davon. When engaging an army. Okay, wir gehen einfach einer. Wir sollen mal gucken. Aber wenn ich verkacke, dann neu laden. Du läufst hier hin, Bruder. Kannst du schießen? Jawohl, in die Fresse. Am Junge. Guck mal, du läufst, fährst dahin, sorry, ne, fährt, der läuft nicht. Dann eine Einheit hier hin. Die machen sehr wenig Schaden, habe ich das Gefühl. Also richtig wenig Schaden, das ist nicht so gut. Das ist halt eine scheiß Position eigentlich, aber ist egal, wir müssen schießen können. Ich würde Legit sagen, du kommst hier hin und der andere geht dann hier hin oder so. Ah, du kommst aber hier hin jetzt mal. Oh, wait. Oh, ich hätte hier so Aufmerksamkeit machen können. Scheiße. Das ist eine gute Position. Dass hier nicht explodiert. Okay, wir gehen dahin. Ich glaube nicht, dass es so krass da ist. Aber wenn ich jetzt das hier mache, dann wird dieser Bereich gescannt. Ich hätte jetzt mit denen allen das scannen können. Und dann hätte ich schon besser, also eher gewinnen können. Mal Arbeit. Wir lernen ja dazu, Leute. Wir lernen dazu. Ja. Aber jetzt hätten die den schon töten können, sehr wahrscheinlich. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt ein bisschen scheiße geworden. Ja, das ist jetzt definitiv scheiße geworden. Okay. Kann ich hier eine Granate einfach reinwerfen, Alter? Mann, Junge. War ziemlich laut. Die Granaten machen nicht so viel Schaden, ha? Töte ihn. Streifschuss, nee. Du musst ihn noch töten, bist du Jack. So, tot. Enemy eliminated. Oh, das macht richtig viel Schaden, ne? Aber ich mache auch meinen Teammate Schaden. Oh, schade. Okay, das ist big. Oh mein Gott. Okay, die zwei Einheiten sind richtig cool. Aber der wird nicht sterben, leider. Ich würde versuchen, den hier erst zu töten. Genau, dann kann der hier den töten, sehr wahrscheinlich. Enemy down. Was ist, wenn sie jetzt dahin? Kann ich die abschießen? Nein, keine Chance. Dann gehe ich einfach hier in Open Field. Scheiß drauf. Jule Capolo. Solange die jetzt nicht sterben, ist alles gut. Bist du scheiße oder was? Am besten mit dem schießen oder so. Damit die halt nicht angreifen können. Ich glaube, wenn man zu nah dran ist, dann greifen die einen an. Enemy killed. They never stood a chance. Objective completed. Kannst du eine zweite Kolonie gründen? Eine neue Kolonie wird deinen Einflussbereich auf diesem Planeten erweitern und dein Einkommen sowie dein wirtschaftliches Wachstum erhöhen. Da sollen wir eine neue Kolonie gründen. Untersuch das Weltwachzeichen. Außerdem. Cool. Das heißt, ich habe jetzt Double-Einheiten hier unterwegs, oder? Aber meine Einheiten sind ein bisschen hier, ne? Low. Warnung: In 2,26 Sekunden erreicht dich eine Gravitationswelle. Gravitationswelle. Oh, was bist du jetzt genau? Achso, das sind Siedler. Aber die bleiben doch dann weiter hinten, oder nicht?
Oder wollen wir hier... Ach, hier soll ich das machen, oder was? Also okay, ich stell jetzt die zwei Loots her, ja? Das ist auch noch drei Runden. Ich hätte... Also okay, dann kriegen wir neue Truppen. Leute, wir kriegen bald neue Truppen, Leute. Wir kriegen bald neue Truppen. Okay, du musst nämlich dahin. Ich stelle euch beide einfach nur erstmal davor, bitte. Weil jetzt möchte ich das hier gerne mal verstehen. Wenn ich jetzt dahin gehe, ja? Dann kann ich jetzt eine Kolonie der Vorhaut gründen. Komm. Dauert das eine Runde oder was? Ich glaube, das dauert ein bisschen. Okay, dann können wir mit denen, könnten wir jetzt reinjumpen, ja? Ich meine, du bist ein bisschen low. Kann ich dich irgendwie heilen oder so? Du kannst hier so ein Injektionsgedöns, kriegst du mal. Bla, 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 in deinem Besitz. Okay, das ist jetzt mein Besitz, wow. Objective completed. So, wir haben jetzt diese Kolonie, das ist Ostdon. Before me were the... So, neue Forschung, dann forschen wir Flieger. Why not, sag ich. Dann haben wir das hier erforscht. Da können wir halt so Wasserentwicklung jetzt entforschen und so. Aber ich würde maybe das hier erforschen, dass wir besser forschen können. Wir können den naheliegenden Sektor um das Weite wahrscheinlich zu finden. Untersuche das Blablabla, was sich außer dimensionaler Beobachtungskomplex anschließt. Verstehe ich noch nicht so ganz wirklich, also wenn ich jetzt ehrlich bin. Sektoren damit erreicht, Osten benötigt einen zusätzlichen Kolonisten, bevor dieser Sektor... Oh nee! Ich brauche noch einen Kolonisten, wie kriege ich einen Kolonisten? Muss ich einfach so eine Einheit basteln? Produzieren. Das heißt, ich muss jetzt hier warten, oder was? Wir warten. Jetzt kann ich es anschließen. Warum kann ich das jetzt anschließen? Jetzt haben wir vier Menschen da drin. Okay. Ah, hier steht... Oh, okay. Oh. Das füllt sich, glaube ich, mit der Zeit. Okay, jetzt kann ich das hier anschließen. Wow. Du warst siegreich. Komm, ich komme jetzt auf. Okay, ich bin ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, by the way. So, liebe Leute. Ich glaube, wir kommen dann so mal ein bisschen so zum Fazit. So ein bisschen. Ich würde das auch vielleicht nicht richtig Fazit nennen, weil ich glaube, man müsste das Spiel schon einige Stunden länger spielen, um ein richtiges Fazit ziehen zu können. Wie ihr habt jetzt das Tutorial gesehen, wie ich das Tutorial gespielt habe. Das Tutorial hat bei mir um 1,5 Stunden ungefähr gedauert. Also sagen wir 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Schon ziemlich lange. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute das schneller durchballern, aber ich habe nur Ballon verstanden. Und ja, was soll ich sagen, ne? Ich habe danach noch eine Runde geengaged, so ein bisschen. Da habe ich ein bisschen mehr verstanden, aber immer noch ein bisschen Bahnhof. Ich würde aber sagen, für mich persönlich, ich habe das Spiel 3 Stunden lang gespielt, insgesamt. Es ist nicht so meins. Also, das Spiel ist nett, das Spiel ist cool. Ich würde, glaube ich, eher sagen, es ist nicht so mein Genre. Ich glaube, daran liegt das. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen mehr reinfuchse und ein bisschen mehr damit beschäftige, dann gefällt mir das bestimmt ein bisschen mehr. Aber so nach dem, was ich jetzt gesehen habe und gespielt habe, habe ich es nicht ganz so sehr gefühlt. Es ist ein solides Game, würde ich sagen. Ich glaube, es geht besser, sehr wahrscheinlich. Also ich habe mich so ein bisschen an Tiff erinnert. Da habe ich auch Civilizations gespielt, ein bisschen. Und das lag mir schon ein bisschen mehr als das Game. Aber ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich würde trotzdem sagen, es ist ein solides Game. Man kann es zocken. Es hat schon Spaß gemacht. Aber es ist nicht so mein Spielstil, mein Geschmack, so ein bisschen langsam und so. Ich bin halt eher der braucht Action. Reiner. Bam, bam, bam. Eins nach dem anderen. Hier kommt was, da kommt was reingeflogen. Dann kommt hier Lichteffekte und dies und das. Na? Das ist eher so mein Spielstil. Aber das Spiel ist trotzdem geil. Na? Ja, das war mein Fazit jetzt. So ein kleines bisschen, so ein little bit. Kann halt leider nicht ganz so viel dazu sagen zu dem Spiel. Aber wenn solche Spiele gefallen, so strategisch, ein bisschen aufbaumäßig, ist ja nicht ganz so krass aufbauen. Ich glaube, dem wird das Spiel gefallen. Ich glaube, für den ist es ein Banger. Alles klar, Leute. Wir hören uns beim nächsten Video, würde ich mal behaupten, ja, oder? Macht's gut, ihr Schnuggibus. Tschüssi mit Özü.